Er kann nicht aus dem Vollen schöpfen. Und das wirkt dann auch so, während wir hier am Platz, wo wir vorgesehen haben, Wagner gegen Nizhnanski, bereits den kleinen Buben sehen, der abzieht. Folglich hat Wagner im zweiten Satz klar verloren gegen Nizhnanski. Also die Durchsage Andrei Nizhnanski, der hier auch brav den Platz abzieht, also diesen Luxus hat Loreto nicht, dass es hier irgendwelche Abziehherren gibt, die für die Spieler die Plätze abziehen. Nein, 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 das müssen die Spieler schon selber machen. Hat das Match gewonnen und bringt Neudörfl mit 1:0 in Führung. Aber ich denke, Thomas Wagner sieht das auch relativ gelassen. Er hat gewusst, dass das Match, das wird ein Kampf gegen Windmühlen sein, gegen diesen Nizhnanski, und er hat auch eingesehen jetzt, dass er da auch chancenlos war. So, ist die Frage, wie lange wird es hier noch gehen? Bei diesem Spiel gibt es hier vielleicht etwa ein WO, ist das in Schwebe? Das ist halt sehr ärgerlich, wenn man hier ein bisschen, die Sonne spielt natürlich mit. Und ob hier Lauter nicht ein bisschen mitdenkt, das denkt sich, na gut, das ist ein Trainingskollege, der hat, den kenne ich schon lange. Und das ist ein bisschen schwierig für die Leute, wenn man da noch dazu gegen gute Freunde spielt. Das schaut aber allerdings, wie gesagt, alles nicht mehr sehr rund aus, was da Sebastian Beutel zeigt. Also der ist platt, das sieht man hier. Der ist platt, der wirkt nicht mehr fit. Schauen wir uns da noch ein paar Ballwechsel an. Das Top-Spiel der Woche übrigens auf YouTube ab spätestens morgen zu sehen, Sonntag. Basti Beutel spielt mittlerweile nur mehr unterschnittene Bälle. Er kann eigentlich nicht mehr voll durchziehen. Es geht lauter ans Netz. Spielen sie wieder Tempo mit. Er kann nicht mehr. Ist die Frage jetzt am Netz, ob er jetzt... Nein, probiert es noch einmal. Er spielt weiter. Vielleicht hat er auch was Schlechtes gegessen. Das ist halt immer so, am Morgen der Meisterschaft, da muss man verdammt aufpassen. Ich habe das letztes Jahr gespürt, ich habe vor mir eine ziemlich große Schüssel Müsli reingehaut und das ist mir dann zum Mittag während des Spiels dermaßen im Magen gelegen, dass ich erstens einmal unrund wirkte, mich nicht gut bewegte, Bauchweh hatte, komplett eingeschränkt war und mir wurde schlecht. Das ist alles zusammengekommen, deswegen habe ich auch letztes Jahr in einer Meisterschaftspartie der Partie dann knapp aber doch verloren. Vielleicht spielt da auch die Kulinarik, die falsche Kulinarik bei Sebastian Beutel eine Rolle. Vielleicht klärt er uns auf nach dem Spiel. Lauter spielt sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, seinen Stiefel runter, aber er wirkt auf jeden Fall nach wie vor konzentriert, geht jetzt ans Netz. Ja, der spielt sehr konzentriert. Wieder auf Platz 1 hier, Cosmin Patrascu gegen Ivan Gomez Mantilla, der mit einem herrlichen Longline-Rückhandschlag hier kontert. Das sind eben diese Hausbälle von Ivan Gomez Mantilla. So, wir sind in der Schlussphase beim Spiel Basti Beutel gegen Manuel Lauter. 6-3, 5-1, 0-15. Also Basti Beutel hat sich leider nicht erfangen. Um nicht zu sagen, er schenkt einfach das Spiel jetzt ab, weil er weiß, er kann unter diesen Voraussetzungen hier das Spiel nicht mehr drehen.
Vielleicht haben wir den Matchball jetzt dann gleich oben. Spielt ein Stop. Das sind drei Matchbälle für Manuel Lauter, der hier recht überraschend, sage ich mal, 1:1 stellen kann. Der war out. Noch einmal ein Stop, holt sich Lauter nach vorne, der spielt einen Gegenstop und beendet die Partie. Beendet die Partie, weil er genau gewusst hat, es geht nichts mehr, die Luft ist draußen. Ich bin platt und Manuel Lauter, sein Trainingskollege, beiden kennen sich gut, gewinnt hier 6-3, 6-1 und stellt auf 1:1 in dem Gesamtscore. Tja, vielleicht können wir nachher von Basti Beutel erfahren, warum es da wirklich nicht mehr geklappt hat, konditionell und vom Kreislauf her. So lang hier von Platz 2. Aufgrund der Aktualität hier. Ja, was wollte ich sagen? Aufgrund der Aktualität, Cosmin Patrasco ist 5:4 vorne im zweiten Satz. Und wir haben kurz bei 30 beide gehalten. Ich weiß jetzt nicht den aktuellen Score, aber ich glaube, es ist Breakball zum 5:5. Er war nah dran, er war nah am Satzball dran, hat sich die Punkte in diesem Game sehr gut erspielt. Aber ich glaube, jetzt ist Breakball für Gomez Mantilla, der aber auch Nerven zeigt jetzt. Und Moment, war das der Satz? Cosmin Patrasco wirft hier den Schläger. Aber aufgrund der Tatsache, dass hier viel mehr drinnen war. Viel mehr war hier drinnen. Moment, wie steht es jetzt? Wie steht es jetzt? 6:5? Nein. Ich habe mich getäuscht, meine Damen und Herren. Es steht nicht. Es war nicht der Satz für Cosmin. Ja, es kommt vor. Den besten Sportreportern passieren solche Fehler. 6:5 im zweiten Satz für Cosmin. Also der zweite Satz ist nach wie vor im Gange. So, und da gibt es jetzt einen kleinen Zwischenfall. Der Schiedsrichter Mansberger ist da. Und zwar war es folgendes. Es war ein Störball bei 4:1 im Tiebreak für Gomez Mantilla. Den hat Patrasco nicht gesehen. Er hat weitergespielt und Gomez Mantilla hätte aber abbrechen sollen, wenn er ihn gestört hätte. Gomez Mantilla hat aber den Punkt fertig gespielt. Es war dann ein Ausschlag. Und Cosmin Patrasco hat den Ball quasi dann ja, einfach gar nicht beachtet, diesen Störball. Aber wenn keiner was sagt beim Störball, dann müsste man den Störball früher abbrechen. So war es jetzt Punkt. Aber der Schiedsrichter macht das Ganze rückgängig. Also der Schiedsrichter ist auch wieder mal sehr interessant, dass wir das jetzt auch alles auf Kamera haben. Leider haben wir den Ballwechsel nicht auf Kamera. Der Schiedsrichter macht das rückgängig und lässt den Punkt bei 4:1 für Mantilla, für Gomez Mantilla wiederholen. Das war ein klassischer Störball, der hinten so reingerollt ist. Den kann natürlich Cosmin Patrasco gar nicht sehen. Und Gomez hätte natürlich dann sofort abbrechen müssen. Aber Gomez hat einfach den Ball oder den Ballwechsel fertig gespielt, hat dann einen Schlagfehler gemacht. Und jetzt natürlich ein Schlagfehler von Cosmin, der natürlich jetzt frustriert ist. Der Schiedsrichter macht sich hier seine Notizen, tragt das Ganze ein in sein Klassenbuch. Ja. Und das war jetzt eben nicht das 4:2, sondern es steht jetzt 5:1 für Ivan Gomez Mantilla stattdessen. Ne? Also das sind eben so die kleinen Dinge, die dann oft Sätze oder Spiele entscheiden. Man kann sagen, ja gut, jetzt ist der Schiedsrichter eh da. Er hat da irgendwie was nach dem Reglement ausgelegt. Aber vielleicht, ich verstehe auch nicht Gomez Mantilla, warum er eigentlich das mockiert hat, denn da hätte Mantilla, wenn er sobald er den Ball da hinten reinrollen sehen, hätte er gleich den Ballwechsel abbrechen müssen. Das hat er nicht gemacht. Er hat noch zwei Schläge gemacht und den dritten hat er dann verhaut. Aber soll's. Ja, und Cosmin ist natürlich erst komplett von der Rolle und das sind 5 Matchbälle für Ivan Gomez Mantilla zur 2:1 Führung für Neudörfl.
Aber man muss sagen, overall war jetzt im Tiebreak Gomez Mantilla der beständigere Spieler. Jetzt der Roll wieder einen Ball hinein. Den haben sie jetzt gesehen. Da machen sie jetzt zwei mehr, sehen sie, da haben sie aufgepasst, da haben sie gesagt, okay, der Schiedsrichter mit dem Toro-Hemd schaut daher und da brechen wir gleich ab. Was ist jetzt? Jetzt sind sie sich offensichtlich nicht einig, wer aufschlägt. Cosme Patrasco, natürlich, Cosme Patrasco hat aufgeschlagen bei 6 zu 1. 5 zu 1. 5 zu 1 steht das. Also meine Herren, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel es jetzt steht. Aber wenn wir jetzt bei einer ungeraden Zahl sind, müsste es eigentlich 5 zu 2 stehen. Es ist ein Spielstand, den ich jetzt selber gar nicht mehr nachvollziehen kann. Also wer zählt hier falsch? Ja, wir werden es aber gleich wissen, wenn das Match ist. Jetzt ist das Match vorbei. Das war 6 zu 1 ist es gestanden. Cosme hat keinen Punkt gemacht. Mantilla gewinnt das Tiebreak mit 7 zu 1.